Hallo, mein Name ist Bumble und hier ist ein neues kleines Projekt von mir, Norsegaard. Und zwar, dieses Spiel ist ein Aufbaustrategiespiel. In vielen Foren hat man auch schon so gelesen, dass es so ähnlich sein soll wie Siedler. Ich muss zugeben, ich habe Siedler damals eigentlich nicht gespielt. Ich war eher so auf Age of Empires und so unterwegs und Cossacks, falls das noch der eine oder andere kennen sollte, das ist schon echt lange her. Ja, Norsegaard ist noch in der Early Access und zurzeit kann man auch nur den Einzelspieler spielen. Mehr Spieler soll demnächst noch dazukommen und der Feldzug. Und ich würde gerne mit euch einfach ein paar Runden daddeln. Ja? So, Name Bumble, das habe ich schon mal vorher eingegeben. Farbe, ja, nimm mal rot, wa? Aber einfach, um mal reinzukommen. Und wie viele Gegner wollen wir haben? Eins, zwei oder drei? Ja, was machen wir? Wir starten mal mit zwei Gegner. Dann ist es nicht ganz so einfach und so. Gut. Clan-Auswahl. Wen haben wir denn hier? Fenrir. Anfangsboni. Mehr Angriffskraft von den Kriegern und die Armee verzehrt 30% weniger Nahrung und gibt Zufriedenheit. Gut. Denn, ein Hirsch. Ich beginne mit mehr Nahrung, mehr Holz und mehr Coins. Okay. Und der Heidrun beginnt mit drei Schafen. Eure Clanmitglieder verzehren 5% weniger Nahrung. Dann nehmen wir euch, glaube ich. Ja, doch, wir nehmen Heidrun, oder? Starten wir das alles mal. Ich hoffe, der Spielsound ist jetzt auch nicht zu laut. Schwarzes Bild. Entschuldigung. So, ich habe hier mal ein Käffchen geschlürft. Alles klar, hier ist unser Baumenü. Bevölkerung 3 von 5. Wir fangen einfach mit einem normalen Haus an. Gut, baut doch gleich wieder die Sammelnahrung hier anscheinend. Ich habe auch schon ein Schaf. Das finde ich auch sehr toll. Kann ich mit dem Schaf irgendwas machen? Nö. Gut. So, was brauchen wir als nächstes? Ressourcen haben wir ja Nahrung und Holz und Coins, Stein und Eisen. Okay. Und zwar in diesen Gebieten, das rote umrandete. Das ist jetzt unser Heimatgebiet quasi. Und wir können maximal 5 Gebäude hier bauen. Zwei haben wir jetzt schon. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Holzfäller. Den werden wir es mal ganz schnell hinbauen. Und damit wir neue Gebiete erkunden können, brauchen wir ein Speerlager. Das setzen wir auch gleich mal hierher. Gut, hier im Gemeindehaus. Wir haben immer einen Dorfbewohner nachproduziert in Klammern. Um zufriedener meine Gemeinde ist, umso schneller kommen die auch. Gut. Hier sieht man noch die Jahreszeit. Ja, wir sind gerade im April. Hier beginnt dann der Winter quasi. So. Du wirst mal ein Speer. Und du wirst mal ein Holzfäller. So, der Speer geht jetzt automatisch immer zu den Landesgrenzen. Und er spielt quasi neue Gebiete. So, hier sind unsere beiden Gegner. Grün und Gelb. Einmal noch unbekannt. So, Wissen. Kann man schon nochmal aussuchen? Nee. Also hier läuft das Wissen. Ja. Umso friedener die Bevölkerung ist, umso schneller wächst das auch. Beziehungsweise kann man den noch später Ruinen anbieten, sage ich mal. Dann geht das noch ein bisschen schneller, dann kann man hier ein paar Skillpunkte versetzen, verteilen. Ja. So, können wir noch irgendwas Schönes bauen? Was haben wir hier noch? Heilkunde. Ihr könnt Heiler rekrutieren, die verwundete Clanmitglieder. Okay. Ein Schafstall, Jagdbefehle. Alles klar. Ein Schafstall. So, ihr könnt Schafe einsperren, um Nahrung zu produzieren. 80 Holz. So, hier haben wir das erste Gebiet frei. So, in dem Gebiet ist ein Wolf und eine Ruine. Die wurde mit dem Speer
ja, erkundschaften können. Gut. Ja, der Spieler kann ja mal vor sich hinarbeiten. Ich würde gerne noch einen Holz schicken, damit das noch mal ein bisschen schneller geht, damit wir, ich würde sagen, wir bauen dann mal einen Schafstall. So. Aus dem Grund, weil wir hier auch Schafe haben in unserem Gebiet, 3 Stück. Ich denke mal, Nahrung kann man immer irgendwie brauchen. So, unser Spiel hat wieder ein neues Gebiet erkundet. Das ist dieser Landesabschnitt. Was haben wir hier? Steine und 2 Gebäude können wir bauen. Das ist doch auch schon mal nicht schlecht. Was möchte ich jetzt noch reizen wollen? Hier gibt es auch noch Holz, oder wie? Ah ja, hier ist der Wald. Also das Gebiet wäre nicht schlecht für einen Holzfäller. Ja, erhöhte Holzproduktion um 20%. Doch klar. Gut, um ein Gebiet zu erkunden, müssen wir einmal diesen Wolf hier ausschalten. Gut, gut, gut. Das heißt, wir brauchen noch ein Ausbildungslager. Das kostet auch 80 Holz. So. Schafe, Schafe rein. Schaf rein und irgendwo muss noch eins sein. Schaf Nummer 3. Ach da. Ah, Gebäude schon voll, okay. Und jetzt, ihr könnt eure Schafe einplanen und genau. Dann macht das bitte jetzt automatisch. Ja, scheint so. Okay, dann lassen wir das so. Gut, hier ist noch ein Gebiet, aber... Ach, Steine gibt's da, okay. Super. Okay, wir brauchen jetzt noch schnell 80 Holz. Macht mal hin! Ja, wie groß ist die Karte? Okay, wir können aber nicht weiter gucken. Das hätte ich gerade schon mal ruhig wird, aber gut, das ist eh noch der schwarze Kriegsnebel. Ja, man kann auch schön ranliegen. Haben wir jetzt schon unser Hammer. So, Ausbildungslager. Ach, ich habe schon genug Gebäude. Das ist... Das ist nicht so gut. Was machen wir da jetzt? Wir müssten jetzt irgendwas abreißen. Von den Spieler. Er spielt ja trotzdem weiter, ja? Ja. Gut. So. Ausbildungslager. Baut mal schnell. Gut, kein Holz mehr. Das Holzlager werden wir denn hier auch später abreißen. Oder wir lassen es einfach irgendwann mal stehen. Aber hier hinten auf jeden Fall noch ein Holzlager rein. Kann man das schon aufwerten? Nee, dafür braucht man erst das aufgewertete Gemeindehaus. Dafür brauchen wir Steine und noch Holz. Gut, Steine kriegen wir ja auch da oben raus. Also brauchen wir jetzt immer den Krieger, um diesen Wolf hier loszuwerden, damit wir dieses Gebiet hier einnehmen können. Unser Speer ist jetzt weg. Sind ja auch Kreaturen. Was ist denn das hier? Kann ich das mal anklicken? Nee. Nicht wirklich. Ja, also man sollte sich hier wirklich wohl überlegen, was man hier hinbaut. Weil so viele Auswahlmöglichkeiten hat man ja auch nicht bei 5. So, wir haben jetzt 8 von 10 Bewohner. Das heißt, wir brauchen bald wieder ein Häuschen. Gut, alles klar. So, rein mit dir und du auch noch rein. Dann haben wir 2 Krieger, sollte reichen, denke ich, für den Wolf. Gut, rein mit euch. So. Aha, erledigt. So, für 20 Nahrung können wir jetzt so dieses Gebiet erobern. Die Krieger, ja, die lassen wir erstmal auch hier stehen. Die können ja hier bleiben. Ja, ich weiß, der Spieler hat nichts zu tun, weil das Spielerlager fehlt. Das werden wir auch einfach mal hier reinsetzen, damit der auch wieder was zu tun hat, der Junge. So, du baust das jetzt und wir nehmen auch gleich das Gebiet noch ein. So, gab es hier noch irgendwas sehr Interessantes? Nee.
Hier, du kannst schon mal die Ruine erkunden. Was brauchen wir noch? Wir brauchen zwar noch ein Wohnhaus. Das werden wir auch gleich noch hinbauen. Gut, und das Holzfällerlager. Da rein und. Gut, jetzt haben wir kein Holz. So, Kollege, du da hoch. Ja, ja. So, hier hat man ja auch noch Steine, das Gebiet werden wir uns auch noch mal holen. Aber erstmal das Holzfällerlager. Beziehungsweise den Steinbruch. So, wie viele Gebäude haben wir hier noch? Eins geht noch. Einen Heiler bräuchten wir auch noch, weil ein Krieger ist verletzt. Und der Winter bricht ein. Ja, dann ist auch die Nahrungsproduktion ein bisschen geringer. Gut, so, Holz geht gleich mal rein. Kollege, du wirst auch gleich mal noch ein Holzfäller. So. Gut. Jetzt brauchen wir unbedingt Holz. Bergwerk wäre jetzt auch nicht verkehrt. Das kommen wir auch gleich mal rein. Dafür müssen wir uns jetzt mal einen Bewohner schnappen, der es baut. So. Unsere Spieler haben 100 Krönsekunden und 50 Erfahrungen. Ach, wir haben ja schon das Level ab. Waffenschmied, scharfe Äxte. Ja, Holzproduktion. Oder Kröns. Wir machen ja gerade minus Kröns. Nehmen wir mal den Handel. Ich hoffe doch mal, dass wir bald hier die Gegner entdecken. Also man muss ja nicht sofort gleich mit ihnen Krieg führen, man kann ja auch handeln mit denen. So. Ja, du... Da sind schon zwei drin, ja. Ja, ja. So, du kannst Steine klopfen. Cool, so, und jetzt wollte ich noch die Heilerhütte. Ich stelle uns da rein. Dann ist das Gebiet auch voll. Das müsste dann auch voll sein, ja. Bis auf gut einen Stein, jetzt wird er mal, denke ich, reichen. Bitte erbauen wir das. Und. Haben wir noch hier noch Nahrung? Ja, haben wir. Gleich das Gebiet noch erobern für Häuser. Was haben wir denn hier schönes? Irgendwie so Gruften. Okay. Und die scheinen auch nicht schlecht zu sein. Hier sind ein Haufen Wölfe. Der Spieler macht hier oben noch weiter, das ist schön. Gut, das sieht auch schon mal alles schön aus. Ah, fertig. Gut, dann wirst du gleich ein Heiler. Jo, genau. So, er heilt jetzt automatisch den Krieger. Gut, dann wäre das erledigt, das erledigt. Das Gebiet haben wir auch. Da können wir nochmal ein Bergwerk, um den Stein abzubauen. Und wir machen nochmal ein Häuschen. Und wir schnappen uns einen Dorfbewohner und bauen das erstmal. Das hier. Baustelle ohne Bau. Ja, ist mir klar. Oh, das neue Jahr hat angefangen. Es gibt Berichte von Ratten. Wir müssen unsere Nahrung in Silos einlagern, sonst werden sie aufgefressen. Alles klar. Ich würde gerne, wenn das Häuschen fertig ist, dieses Häuschen abreißen, weil ja hier sehr viel Nahrung produziert wird. Würde ich gerne hier das Silo offen stellen. Wo ist es denn das Silo? Da. Achso, dafür brauchen wir erst das aufgewertete Häusele. Hier haben schon 5 Steine, 100 Holz brauchen wir noch. Gut, 100 Holz haben wir ganz schnell, denke ich. Alles klar. Was machst du? Du kannst hier nochmal Steine klopfen. Wer bist denn du? Ach, du bist mein Spieler.
Was ist mit dir? Der Heiler hat nichts zu tun. Nee, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja gut, wenn er nichts zu tun hat. Gut, gut, gut. Wie kann man eigentlich bauen? Eins können wir noch. Charge-Ausbildungslager, okay. Handelsposten wäre jetzt auch wichtig. Aber ich werde erstmal noch mal ausbauen. Gut, gut, gut. Da fehlen uns noch Steine, aber die haben wir gleich. Und was haben wir hier Schönes? Hier gibt's Fisch und Wissen. Also hier diesen Stein kann man anbieten, anbeten, nicht anbieten. Erhöht die Produktion, das ist immer gut. Umso schneller können wir wieder was Neues freischalten. Gut. Können wir jetzt schon aufwerten? Ja, können wir. So, dann würde ich dieses Häuschen auch wieder abreißen und bauen und hier das Silo hinsetzen. So. Alles klar. War hier nicht noch einer? Ach, der sammelt jetzt Nahrung. Okay, sammeln wir hier Nahrung. Gut. Was haben wir hier noch? Ein Dorfbewohner, den werden wir nochmal zum Krieger ausbilden. Der kann auch hier mit hin. Das können wir besiedeln, das werden wir auch gleich mal machen. So, meine drei Krieger können schon mal hier hoch. So, hier ist alles im Lot. Hier gibt es jetzt Fleisch. Das heißt, wir können hier eine Jagd hinbauen. Das machen wir auch sofort. Dorfbewohner bauen. Gut. Ah, wir haben auch wieder. Ah, hier ist ein ertragreiches Land. Hier können wir ein Feld hinbauen. Auch gut. So. Ja, wir müssen unbedingt wieder Hütten bauen. Ich kann die auch aufwerten und drei dazu kriegen. Was kostet mir das? Das können wir machen. Ja, damit hier noch ein bisschen mehr, ein bisschen kleinerer Puffer erst geht. So. Was könnte man hier noch machen? Wir könnten theoretisch. Aber der Heiler ist doch hier bei jedem von zwei steht. Na gut. Was? Hier steht unser Angriff? Krieger! Attacke! Na gut, das schafft er glaube ich. Das passt alleine. Aber sicher, sicher. Gut, jetzt hat der Heiler müsste auch eigentlich wieder was zu tun haben. Ja. Alles klar. So, was bauen wir hier oben noch hin? Hallo, da haben wir schon. Handelsposten haben wir auch schon. Jagdhütte haben wir auch schon. Könnten hier noch ein Ausbildungslager hinstellen. Einfach nur, um unsere Armee zu vergrößern. Gut. Wir brauchen Kreuz. Hatte ich nicht schon irgendwo einen Handelsposten? Habe ich nicht, okay. Das heißt, wir werden uns dieses Land ja auch noch ergattern. Ja, wir haben wieder eine neue Stufe erreicht. Was haben wir noch bringen? Marktplatzpreise, das ist auch schon mal nicht schlecht. Machen wir auch. Wir wollen ja relativ schnell handeln und da unten, so wie ich gesehen habe, ist Geld. Das heißt, hier unten werden wir uns auch nochmal festigen. Drei Krieger. Guck mal bitte schon mal her hier. So. Gut, gut, gut. Du kannst schon mal da hoch.
Kriegen wir es jetzt auch noch vom Jäger. Und du wirst ein, wo ist es denn da, Krieger? Und kommst gleich hier runter. So, dann haben wir davon schon mal 4. So, jetzt wollen wir dieses Land hier haben, da den Handelsposten draufsetzen. Attacke! Machen wir nochmal ein kleines Bildchen. Das sind sie noch eingeschaffen, oder? Haben sie geschafft, super. So, dann werden wir das Gebiet gleich mal erobern. Und dann den Handelsposten und was ist das? Tore von Helheim. Okay. Gut, gut. Das Gebiet ist jetzt schon unseres, ja. Felder für die Nahrung. Können wir hier einzeln setzen? Okay, das ist der Holzfäller. Dorfbewohner, so. Und was braucht man noch? Den Handelsposten. Den haben wir ja noch nicht, ne? Wieso? Ja, haben wir noch nicht. Okay. Gut. Alle Posten hier hin und dann ist das auch schon wieder erledigt. Na gut. So, du brauchst das. Krieger werden jetzt geheilt nach und nach. Gelb dürfte eigentlich nicht hier runterkommen. Also das heißt, hier unten sind wir relativ sicher mit einem braunen Bär. Und ein Schiff frei. Na, alle 4? Yes. Komm, wir besiegen den mal. Oder versuchen es. Ich hoffe, das wird was. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Einen könnten wir vielleicht verlieren? Nee, haben wir geschafft. Super. Das heißt, von da können es ja eh keine Gegner erstmal. Das heißt, wir schicken die hier hoch. Haben wir noch 200 Nahrung? Haben wir auch noch. Super. So, du gehst jetzt ins Feld. Und noch einer, die geht auch noch ins Feld. Damit wir noch Nahrung im Winter haben. Gut. Okay, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne mal ein Däumchen da oder ein Kommi. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Bei Norskars. Macht's gut. Ciao.